Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem wunderbaren Guide hier. Heute zeige ich euch, wie ihr Renala, die Königin des Vollmonds, ganz einfach ausschalten könnt. Und falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Da würde ich sagen, fangen wir an. Let's go! So, Freunde, zu meiner Ausrüstung. Ich benutze hier den Blutmondreißzahn auf Level plus 5. Dann nehme ich hier noch das Siegel der Drachenkommunion plus 3 mit. Habe ich hier noch Radagons Wundsiegel, das unsere Fähigkeiten ein bisschen bufft. Und dann habe ich hier noch Gunst des Eldenbaums, erhöht unsere LP und Ausdauer und Ausrüstungsgeschwindigkeit. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Schwert hier beidhändig zu tragen. Und dann noch den Blutflammenklinge Zauber mitzunehmen. Das sind so jetzt hier meine Sachen, die ich hier mitnehme. Und natürlich könnt ihr hier die Asche der Wölfe noch mitnehmen, aber die braucht ihr eigentlich nicht. So, damit wir hier anfangen können, müssen wir natürlich erstmal hier durch die erste Phase durchkommen, indem wir hier einfach ihre Lakaien ausschalten. Ihr seht, der Blutreißzahn auf Level 5, der One-Hitted die Gegner hier auch schon, was sehr, sehr stark ist. Ich würde euch empfehlen, kurz bevor ihr die dritte hier angreift, das wäre die hier dann, macht ihr einfach den Blutflammenklinge-Zauber drauf. Dann erleiden die hier nämlich mehr Blutsangriffe. Schaden. So, jetzt macht man, bis die hier runterfliegt. So, und jetzt prügeln wir auch schon auf die anderen. Ihr seht, wir machen hier durchgehend so 280 Schaden. Und dann noch mit dem Blut machen wir hier auch nochmal richtig gut Schaden. Das heißt, wir könnten die hier eigentlich one-hitten. Das klappt leider nie so wirklich. Von dem her macht das jetzt nicht so wie ich. Und geht da jetzt einfach in die Explosion rein. Ihr werdet natürlich eure Estus Blockhorse noch gut gebrauchen können. Genau, dann machen wir hier dasselbe nochmal. So, 2 von 3. Jetzt müssen wir nur die dritte suchen. Hier wird es halt ein bisschen kritisch, weil die Gegner hier manchmal auch Feuer speien und so. Und die gute Renala auch hier gerne mal Kronleuchter auf euch wirft. So, aber da haben wir sie auch. Zack, ausgeschaltet haben wir sie. Jetzt sollte sie runterfallen und damit hätte man die erste Phase auch schon durch. Also wie schon gesagt, die erste Phase geht ganz schnell, bei der zweiten wird es auf jeden Fall ein bisschen tricky. So. So, Freunde, dann fängt ja auch schon Phase Nummer 2 ein. Hier müssen wir natürlich ganz nah an sie rankommen. Also ich empfehle die Waffe zu zweihändigen. Hier natürlich nochmal auf den Mond aufpassen. Würde ich euch auch empfehlen, eure Hunde da reinzuholen. Damit die, falls ihr gedamaged werdet, ein bisschen was tankt. Ups. Genau, da seht ihr schon, die Hunde sind auch sehr, sehr gut zur Ablenkung geeignet. Jetzt springen wir da hinten rein, zack. Perfekt, da seht ihr schon, wir haben die Half-Life. Genau, das Gefährlichste ist halt, wenn die ihre Dolche da reinschießt, ihre magischen Dolche. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, wir haben sie nämlich. Ah, okay, fast. Müssen nur noch ein bisschen aufpassen. Ups, jetzt haben wir sie. Da seht ihr es, Freunde, so einfach kann es gehen. Easy Jizz. Und in der zweiten Phase haben wir sogar noch nicht mal die Blutflammenklinge gebraucht, ne? So einfach kann es auf jeden Fall gehen, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ihr seht es auch schon, haben wir das Echo der Vollmondkönigin bekommen. Die große Rune haben wir auch bekommen. Sehr schön. Falls ihr hier natürlich mehr Guides braucht, Freunde, zu anderen Bossen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde sie für euch gerne behandeln und euch die einfachsten Wege zeigen. Von dem her, Freunde, wie schon gesagt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein. Ciao.